Hallo, wir sind hier bei Konradin Industrie TV auf der Messe SPS 2019 und neben mir steht Martin Ruschka vom technischen Vertrieb bei Vision und Control. Vision und Control ist auch hier wieder mit dabei auf der Messe. Unternehmen arbeitet mit Wärmebildtechnik in der industriellen Bildverarbeitung. Könnten Sie da ein bisschen erklären, was Sie genau machen? Also Wärmebildtechnik in der industriellen Bildverarbeitung ist einfach nur das Unsichtbare sichtbar zu machen. Die konventionelle Bildverarbeitung beschäftigt sich eben mit Matrixkameras und RGB-Bildern, wie man es kennt. Und die Thermografie macht eben das Unsichtbare sichtbar. Wärmestrahlung kennt man jetzt vielleicht von Wärmedämmfassadeninspektion. Das ist natürlich viel zu groß für die industrielle Bildverarbeitung. Wir konzentrieren uns auf einzelne Bauteile in der automatischen Fertigung oder Baugruppen, die dann geprüft werden durch ihre Wärmeabstrahlung. Und was sind die besonderen Vorteile dieser Wärme- oder Thermoinspektion für die Prüfung? Die Vorteile der Prüfung sind natürlich, wenn man sich jetzt vorstellt, ein großes Kunststoffbauteil wird aus der Spritzgussmaschine entnommen. Das benötigt unheimlichen Aufwand, was Abschattungen angeht, um Fremdlichteinwirkungen vorzubeugen oder dann eine entsprechende Beleuchtung darzustellen, die wichtig ist bei der industriellen Bildverarbeitung. Die Probleme haben wir hier nicht. Das Teil strahlt seine Energie selbst ab. Wir brauchen also keine Abschattung, sondern wir können das Teil nach der Prüfung mit dem Roboter entnehmen, die neuralgischen Punkte, Ösen oder Gewinde oder Angüsse und Bindenähte kontrollieren und brauchen dazu keinen besonderen Aufwand, was Beleuchtung angeht. Sie hatten Spritzgussbauteile jetzt schon genannt als Beispiel. Was sind generell so die Bauteile, die mit der Thermoinspektion geprüft werden können? Können grundsätzlich alle Bauteile geprüft werden, die in Ur- und Umformverfahren hergestellt werden, wo Wärme eingetragen wird oder die Teile warm aus dem Prozess herauskommen. Druckguss, Spritzguss, Warmumformungen, das sind so die Hauptanwendungen, wo alle Teile, die erwärmt werden bei ihrem Prozess, Schweißnähte zum Beispiel, Foodindustrie, Kunststoffbehälter verschweißen oder frittierte Teile aussortieren, ob alle warm sind, die warm sein sollen und nicht ein rohes Teil dabei ist. Überall, wo Wärme eingetragen wird. Mit was für einem Aufwand muss der Anwender rechnen, wenn er Systeme wie Ihre einsetzt? Der Aufwand beschränkt sich ungefähr auf das Ähnliche wie die konventionelle Bildverarbeitung auch. Man braucht also im besten Fall unseren Industrie-PC mit der Software und daran wird dann die Thermokamera angeschlossen. Parallel können auch noch weitere normale Matrixkameras, schwarz-weiß und bunt angeschlossen werden, um andere Prüfungen durchzuführen. Die Software ist beim System dabei. Und wir haben den Vorteil, es könnte sogar eben Abschattung und Beleuchtung entfallen. Also monetär und technisch ist der Aufwand vergleichbar. Auch die Integration in die Anlage benötigt eben maximal noch ein Display, um das HMI, das Human Machine Interface, darzustellen, Live-Bilder zu sehen, Fehlerbilder später anzuschauen, um die Statistiken zu erstellen, wann wo schlechte Bauteile entstanden sind. Beschränkt sich der Aufwand eigentlich auf das Gleiche wie die normale konventionelle Bildverarbeitung, mit dem Vorteil, vielleicht keine Beleuchtung oder Abschattung vornehmen zu müssen. Super, dann bedanke ich mich für das Gespräch, wünsche noch eine schöne Messe. Danke. Dankeschön.